An einigen Universitäten wird am 23. Oktober jeden Jahres der Geburtstag der Erde gefeiert. An diesem Tag im Jahr 4004 vor Christus, genau um 9 Uhr morgens, wurde die Erde erschaffen. Dieses Datum hat jedenfalls der englische Gelehrte John Lightfoot im Jahre 1644 anhand biblischer Angaben errechnet. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein glauben selbst noch viele Geologen, die Erde wäre vor nicht mehr als 6000 Jahren von Gott erschaffen worden. Heute wissen wir, dass alle Planeten unseres Sonnensystems annähernd genauso alt sind wie die Sonne, nämlich 4,5 Milliarden Jahre. Zu dieser Erkenntnis gelangen die Forscher allerdings erst, als sie sich vom biblischen Schöpfungsbericht lösen und nach naturwissenschaftlichen Erklärungen suchen. Schon 1745 entwickelt der französische Naturalist Georges Buffon eine wissenschaftliche Theorie zur Entstehung der Erde. Er ist der Überzeugung, dass ein Komet der Sonne so nahe gekommen sei, dass seine Schwerkraft Materie aus ihr herausgerissen hätte. Die Materie wäre dann zu den Planeten kondensiert. Diese Theorie bezeichnet man als Gezeitentheorie. Sie wird noch 1905 von den Amerikanern Thomas Chamberlain und Forrest Moulton aufgegriffen. Beide vermuten, dass die Schwerkraft eines vorbeiziehenden Sterns gigantische Eruptionen auf der Sonne verursacht hätte. Aus dieser durch Eruptionen in die Umlaufbahn um die Sonne geschleuderten Materie wären dann die Planeten kondensiert. Diese Theorie ist noch öfter modifiziert und ausgebaut worden. Danach hätte ein Komet oder Stern der Sonne so nahe kommen müssen, dass seine Schwerkraft Materie aus ihr mitgerissen hätte. Die dabei auftretenden Kräfte wären jedoch so enorm gewesen, dass es dabei die Sonne zerrissen hätte. Von ihr wäre nur eine Materiewolke zurückgeblieben. Die chemische Zusammensetzung der Planeten, die Form ihrer Umlaufbahnen und ihr regelmäßiger Abstand von der Sonne sprechen gegen diese Theorie. Da es auch mehr als einen Planeten gibt, hätte sich dieser Vorgang auch mehrmals ereignen müssen, was sehr unwahrscheinlich ist. Hinzu kommt, dass Materie, die auf diesem Weg aus der Sonne herausgerissen wird, sich ins All verflüchtigen würde, anstatt zu Planeten zu kondensieren. So sind die von den Anhängern der Gezeitentheorie geforderten Geschehnisse entweder unwahrscheinlich oder sie widersprechen den naturwissenschaftlichen Gesetzen. Das macht die Gezeitentheorie schon früh bei seriösen Wissenschaftlern unpopulär. Der Philosoph und Wissenschaftler Immanuel Kant entwickelt 1755 eigene Ideen zum Ursprung des Sonnensystems. In seiner Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels geht er davon aus, dass ein rotierender Gasnebel sich langsam zusammenzieht und kondensiert. Kants Theorie wird von dem französischen Mathematiker und Astronomen Pierre-Simon de Laplace ausgebaut. 1796 präsentierte er seine Nebular-Hypothese. Pierre-Simon de Laplace wird 1749 in der Normandie geboren. Er bricht ein Theologiestudium ab, geht nach Paris und wird dort Professor für Mathematik, obwohl er keinen Abschluss besitzt. Schon bald macht Laplace mit wissenschaftlichen Abhandlungen auf sich aufmerksam. Als er sich dann mit 22 Jahren, 1771, um die Aufnahme in die berühmte Akademie der Wissenschaften bewirbt, macht er sich wohl berechtigte Hoffnungen, dort aufgenommen zu werden. Er wird jedoch abgelehnt. Erst 2 Jahre später gelingt ihm die Aufnahme in den Kreis der angesehensten Wissenschaftler Frankreichs. Zu dieser Zeit hat Laplace in nur 3 Jahren 13 Arbeiten zu den verschiedensten Themen bei der Académie des Sciences eingereicht. Neben der Mathematik beschäftigt er sich vor allem mit astronomischen Problemen wie der Bewegung der Planeten. Parallel zu seinen astronomischen Forschungen macht er Karriere im Militär. Laplace wird Prüfer beim Königlichen Artilleriekorps. Durch seine regelmäßigen Berichte wird er bei Politikern und Militärs bekannt.
1789 bricht die Französische Revolution aus. Laplace wird schon bald in ihre Wirren hineingezogen. Er flüchtet mit seiner Familie vor dem Terror der Jakobiner nach Melun, 50 Kilometer südöstlich von Paris. Laplace ist auch Vorsitzender der Kommission für Maße und Gewichte, die unter anderem Urmeter und Urkilo festlegt. 1793 wird diese verboten und er verliert seinen Posten. Später arrangiert er sich mit den Revolutionären und bemüht sich um eine Zusammenarbeit. So überlebt er die schlimmsten Jahre der Französischen Revolution. Als die Akademie schließlich wieder eröffnet wird, gehört auch Laplace wieder zu den etablierten Wissenschaftlern Frankreichs. 1796 präsentiert Laplace seine Nebular-Hypothese. Immanuel Kant hatte 1755 noch keine Beweise für seine Annahmen liefern können. Laplace aber gelingt dies 1799 nun auf mathematisch-physikalischem Weg. Ein rotierendes System wie unser Sonnensystem befindet sich in einem Energiegleichgewicht. Ändert sich ein Bestandteil des Systems, ändern sich auch alle Kräfte und ein neues Gleichgewicht entsteht. Als vor 6 bis 9 Milliarden Jahren in der Nähe einer Wasserstoff-Helium-Wolke eine Supernova explodiert, wird durch die entstehende Schockwelle das Energiegleichgewicht der Wolke gestört. Sie kollabiert und stürzt in sich zusammen. Da sich ihr Umfang dabei verringert, muss sich die Rotationsgeschwindigkeit erhöhen, um das Gleichgewicht der Kräfte zu wahren. Dasselbe physikalische Gesetz wendet eine Eiskunstläuferin an, wenn sie bei einer Pirouette die Arme an den Körper zieht. Durch die höhere Rotationsgeschwindigkeit muss sich der Nebel in seinen äußeren Bereichen, wo die Wirkung der Gravitation abnimmt, zu einer Scheibe abflachen. Im Zentrum der Wolke sammelt sich durch die Schwerkraft der Hauptteil der Materie. Durch die Rotation der Wolke um das Zentrum bildet sich eine Scheibe aus Staub und Gas. Wenn die im Zentrum des Nebels angesammelte Menge an Materie eine kritische Masse übersteigt, kommt es zu einem nuklearen Fusionsprozess. Dabei wird über mehrere Zwischenstufen Wasserstoff zu Helium umgewandelt und ein Feuerball entsteht. Die Sonne, wie wir sie kennen, ist geboren. Die Nebular-Hypothese von Laplace weist trotz vieler richtiger Vorhersagen auch einige Irrtümer auf. Laplace denkt, es würde sich im Wechselspiel der Gravitations- und Rotationskräfte ein Gasring ausbilden. Dieser Gasring würde sich dann nach einiger Zeit zu einem Planeten vereinigen. Der Prozess hätte sich am Anfang des Sonnensystems mehrfach abgespielt, wodurch sich aus dem Nebel die Planeten und im Zentrum die Sonne gebildet hätten. Doch ein Gasring würde sich ins Weltall verflüchtigen, anstatt sich durch seine Schwerkraft zu einem Planeten zusammenzuballen. Neben der Wissenschaft widmet sich Laplace vor allem auch seiner politischen und gesellschaftlichen Karriere. 1799 wird er von Napoleon zum Innenminister berufen, doch schon nach 6 Wochen wieder entlassen. Obwohl Napoleon später als Begründung schreibt, Laplace hätte den Geist des unendlich Kleinen in die Regierung gebracht, genießt er in der Öffentlichkeit weiter hohes Ansehen. Der Einfluss des Wissenschaftlers Laplace beginnt jedoch bereits zu schwinden. Seine Fähigkeit, sich mit dem gerade herrschenden System gut zu stellen, macht ihn vielen suspekt. Dazu trägt auch seine überaus hohe Meinung von sich selbst bei. Er ist der festen Überzeugung, der beste Mathematiker Frankreichs zu sein. Am 5. März 1827 stirbt Pierre-Simon de Laplace. Aus Respekt für einen der größten Wissenschaftler aller Zeiten stellt die Akademie der Wissenschaften die Arbeit für einen Tag ein. Sein Platz in der Akademie bleibt für mehr als ein halbes Jahr unbesetzt. Es bleibt das große Verdienst von Pierre-Simon de Laplace, eine Verbindung zwischen den naturwissenschaftlichen Disziplinen der Astronomie, der Physik und der Mathematik hergestellt zu haben. 1944 überarbeitet der deutsche Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker die Laplace'sche Nebularhypothese und erweitert sie. Seine protoplanetare Hypothese ist heute die von den meisten Astronomen anerkannte Theorie von der Entstehung des Sonnensystems und der Planeten.
Nach der protoplanetaren Hypothese umkreisen Gas- und Staubteilchen in einer Scheibe die Sonne. Die Materie in dieser Scheibe sammelt sich durch die bei der Geburt der Sonne entstandene Schockwelle in Ringen. Dabei kollidieren die Materieteilchen miteinander und bleiben aneinander haften. Es bilden sich die ersten Planetenkerne, sogenannte Planetesimale. Modellrechnungen zeigen, dass durch die Dynamik der einzelnen Teilchen in der Gaswolke größere Staubkörner überproportional schnell wachsen. Sie ziehen immer mehr Teilchen an und werden immer größer. Auf diese Art bilden sich in der Nähe der Sonne die ähnlichen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Weiter außen entstehen die riesigen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die Bahnen dieser Planeten liegen alle in einer Ebene, der Ekliptik. Eine Ausnahme stellt Pluto dar. Seine Bahn liegt nicht in der Ekliptik. Daher wird von vielen Astronomen angenommen, er sei außerhalb unseres Sonnensystems entstanden. Bis zum heutigen Tag trägt die Erde noch die Spuren aus ihrer längst vergangenen Entstehungszeit. Aus dieser frühen Zeit stammt auch ihre innere Gliederung in Kern, Mantel und Kruste. Unsere heutigen Modelle des Sonnensystems beruhen alle auf den Theorien und Berechnungen von Pierre-Simon de Laplace. In den letzten 200 Jahren werden diese Modelle immer wieder überarbeitet und modifiziert. Es zeigt sich jedoch, dass sie grundsätzlich richtig sind. Noch immer arbeiten Astronomen im Prinzip so wie zu Zeiten von Laplace. Sie beobachten mit Teleskopen astronomische Phänomene und versuchen sie mit Hilfe mathematischer Gleichungen und physikalischer Gesetze zu erklären. Mit Hilfe modernster Technik werden immer wieder neue Planeten entdeckt. Aber jeder neu entdeckte Planet außerhalb unseres Sonnensystems zwingt die Astronomen auch, ihre Modelle von der Entstehung des Sonnensystems zu überprüfen und neu zu überdenken. Heute wird immer deutlicher, wie einzigartig unsere Erde im Universum ist. Es steht fest, dass es des Zusammentreffens vieler einzelner Faktoren bedarf, um einen Planeten wie die Erde entstehen zu lassen. Es sind aber noch viele andere Faktoren nötig, damit sich auf einem Planeten Leben entwickeln kann. Obwohl den Astronomen heute modernste Teleskope und Computer zur Verfügung stehen, wurden bisher erdähnliche Planeten in anderen Sonnensystemen nicht entdeckt. Aber vielleicht gibt es in naher Zukunft die Möglichkeit, auch kleinere Planeten von der Erde aus zu betrachten und zu untersuchen. Und vielleicht findet dann auch die uralte Frage, ob wir Menschen die einzige intelligente Spezies im Weltall sind, endlich eine Antwort.